Dank KTM. Schöne Grüße an der Willi. Das neue Prowler zum Testen bekommen. Und ich bin jetzt schon ungefähr knappe 20 Kilometer damit gefahren. Was ich jetzt besonders im Fokus gehabt habe, die neue XDR, die jetzt wirklich brandneu ist. Also das Rad ist noch nicht einmal mit der vollen Bestückung ausgeliefert worden. Es fehlt hier immer noch die neue XDR-Kurbel. Ich bin ja nicht wirklich ein großer KTM-Fully-Fan. War immer sehr skeptisch. Und jetzt habe ich das eben das Prowler probiert. Und mit 160 Federweg ein Rad zusammenzustellen, das was so an Vortrieb hat, muss ich sagen, Respekt an die Ingenieure von KTM. Gewaltigen Job geliefert. Ja, über Fox-Fahrwerk brauchen wir sich, glaube ich, nicht großartig unterhalten. Ja, das Teil liegt unglaublich gut und solide. Und wie gesagt, was ich unglaublich gut finde, 160 mm All Mountain Enduro eigentlich in die Richtung schon. Und das Rad dank der neuen Geometrie mit extrem langen Oberrohr geht das eigentlich im Berg. Ich bin heute schon ein paar Rampen gefahren, so an die 20-25%. Da bin ich mit meinem Fuel EX, das hat 130, schon sehr am Limit. Und jetzt fahre ich mit dem Teil da rauf und denke mir, das gibt's nicht. 160 Federweg, so ein Vortrieb. Die Schaltung, die neue XDR, ist ja natürlich richtig, richtig solide. Bam, bam, also wirklich diese, du hämmerst die Gänge rein. Das ist wirklich brutal, also absolut oberes Niveau. Aber, sage ich mal, absolut vergleichbar mit einer SRAM, also das ist sicherlich ebenbürtig, aber wo die unsere lieben Freunde aus Japan einen gewaltigen Job gemacht haben, ist die neue 4-Kolben XDR-Bremse. Das Teil, ich muss sagen, 20 Kilometer und das Teil ist ein Erdanker, da braucht man nichts einbremsen, also da gibt es keine Schleifen, das Teil geht richtig ab. Das ist noch ein Eichel bei mir im Shop, ich lasse euch also gerne mal probieren, kommt vorbei, überzeugt sich selbst davon. Viel Spaß und tschüss.